Noch eine Art von Wahlkampf. Gesine Schwan, die Bewerberin der SPD für das Bundespräsidentenamt, ist zurzeit unterwegs und liest aus ihrem aktuellen Buch. Sie war zu Gast in Erlangen und in Nürnberg und auch bei den Nürnberger Nachrichten. Dort stellte sie sich den Fragen nach ihrer politischen Position. Frau Schwan, Sie wollen Lust auf Politik machen, doch die Volksparteien verlieren dramatisch Mitglieder und das Vertrauen in Politik schrumpft. Wie lassen sich denn die Bürger für Demokratie begeistern? Indem man zunächst einmal erklärt, etwas genauer, wie Politik zustande kommt, auch erklärt, dass Politik nicht nur das ist, was in Parlamenten geschieht und in der Regierung, sondern im Stadtteil, in der Familie, in der Schule, dass man sich da überall beteiligen kann, dass man da auch was bewirken kann und von daher auch einen ganz anderen Erfahrungshintergrund finden kann, um Politik zu beurteilen. Aber vor allen Dingen transparent machen, was da passiert, urteilsfähig machen und selbst engagiert mittun, ich denke, das ist schon eine ganze Menge. Sie treten an gegen Horst Köhler. Nennen Sie drei Punkte, die Sie vom amtierenden Präsidenten unterscheiden. Ich nenne keinen dieser Punkte, sondern nenne Punkte dessen, was ich machen möchte. Ich werde auf gar keinen Fall mich gegen Politiker wenden, sondern werde versuchen zu erläutern erstmal, wie ihre Logiken, Handlungslogiken sind, damit die Menschen verstehen, dass die nicht einfach dumm oder korrupt sind. Sowas gibt es auch wohl bei uns überall. Ich werde darauf hinweisen, dass gute Politik dann gelingen kann, wenn die Gesellschaft selbst dabei hilft. Man kann nicht als Bürger nur seine eigenen Interessen verfolgen und von der Politik das Gemeinwohl erwarten. Man kann nur Politik zum Gelingen bringen, wenn man sie nicht einfach als eine Ware betrachtet, die man isst oder liegen lässt auf dem Markt, sondern als etwas, wozu wir alle verpflichtet sind. Und das ist etwas, ich werde vor allen Dingen an die Gesellschaft appellieren. Sie ist mein Adressat. Dazu gehört dann auch die Politik. Aber ich werde auch nicht in der Regel im Singular von der Politik sprechen, weil Politik ist ein Sektor, aber zugleich sind es sehr unterschiedlich handelnde Menschen. Angenommen, Sie werden Bundespräsidentin, gibt es denn schon ein Motto für Ihre Amtszeit? Nein, das habe ich mir noch nicht ausgedacht.